Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Sind jetzt... Ja! Hätte nicht gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskowitsch, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das ist ein richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskowitsch. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gottverdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskowitsch. Hört, hört! Hey! Und die Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott, verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Wow! Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Hey, hey. Hört, hört! Max Hass! Max Hass! Los, schlag schon zu! Max! Oh! Max Hass! Max Hass! Komm schon, William, der hält's auf! Komm schon, das geht besser! Oh! Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander! Hört, hört! Max Hass! Hört! Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Fergus. Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen.
Mann, wo ist Ihr Arm? Anja, wie Horn. Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horton, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blaskovic, finden Sie Fergus Scheißarm, bevor ihr noch alles den Bach runtergeht. Gott verdammt! Fergus? Fergus! Fergus! Hey, können Sie mich hören? Hey! Fergus, ich bin's, Anja. Hey! Na los! Hoch mit dir! Gott! Also, wenn ein Mann bis Oberkante Unterlippe zu ist, gibt's nur ein Heilmittel. Nee, Kumpel. Und das wär's? Hast Fergus Arm wieder hier? Kater! Killer! Achtung, dass es seine Zunge nicht verschluckt. Fertig. Was ist da drin? Also dann ein Esslöffel Ketchup, Orangensaft, eine halbe Dose Sardellen, zwei rohe Eier, Chili-Pfeffer, zwei Teelöffel, Hühnerbrühe, wenn möglich. Ich habe seinen Arm nicht gesehen und ich will auch nichts damit zu tun haben. Hey, Terrabee! Ich hab da vielleicht was für Sie. Hey, Paris Jack. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich hab Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage, diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria, seit ich Sie kenne, wollte ich das tun? Oh! Für was für eine Frau halten Sie mich? Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Manieren beibringen! Ist abgedampft Richtung Hangar. Ja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Also, Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm.
Fergus Arm nicht gesehen. Wenn ich das Ding nur anschaue, kann ich gerne. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Sie suchen Fergus Arm? Ich hörte, er hatte einen Streit mit dieser hübschen französischen Madame Maria. Hey, Tara Billy. Hab Fergus Arm nicht gesehen, Bruder. War mit Trinken beschäftigt. Oh, wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Haas. Was mich immer auf die Palme bringt, Max, sind schlechte Metaphern. Hör dir das mal an. George arbeitete an ihrem Buschwerk wie ein Gärtner im Frühling. Also ehrlich, tut mir leid, Sie aufgeblasener Autor, aber Ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Max Haas. Ich bin nur etwas verärgert, Max. Max Haas. Darüber spricht eine Dame nicht. Wie sie sich manchmal auf Max Haas. Schmerzen bringen mich um, Tuma. Ich wollte lesen, aber die Worte sind alle verschwommen. Ich lese auch gern. Okay, dann mal los. Und? Ach, immer noch bewusstlos. Wir sollten ihn weiter... Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller vom alten Horten funktioniert immer. Bam! Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei, let's go!